Seit Juni ist Wolfsburg seine neue Heimat. Nach erfolgreicher Relegation übernahm Jörg Schmadtke in der Autostadt. Aktuell stehen die Wölfe mit 2 Siegen zum Auftakt auf Rang 2 der Tabelle. Für die Fans, für die eigene Psyche, für das Selbstwertgefühl ist das natürlich extrem wichtig und auch gut, weil die unmittelbare Vergangenheit natürlich auch ein Stück weit zur Seite schiebt und weil damit auch so ein Neustart ein Stück weit stärker dokumentiert wird. Der soll nach 2 Spielzeiten im Abstiegskampf wieder zurück zu alter Stärke führen. Vielleicht nicht gleich als Bayernjäger, aber zumindest raus aus dem Tabellenkeller. Zunächst mal wichtig ist, dass wir uns stabilisieren auf einem guten Niveau und mittelfristig ist es schon so, dass wir natürlich nicht mit Platz 14 zufrieden sein sollten, sondern wir für uns die Ziele etwas höher stecken müssen. Ich denke, mit den Voraussetzungen, die wir haben, sowohl auf wirtschaftlicher Seite, aber auch infrastrukturell, muss es schon unser Anliegen sein, dass wir uns in die obere Tabellenhälfte bewegen, mittelfristig. Kurzfristig sind diese Regionen und das internationale Geschäft aber noch kein Thema, trotz des guten Starts. Das ist schön, dass wir 6 Punkte haben, aber ich weiß, dass wir noch 32 Spieltage vor der Brust haben und ich weiß, dass auch die eine oder andere Krise noch kommen wird. Und dann schauen wir mal, wenn wir mal die eine oder andere Krise bewältigt haben, wie wir dann stehen und dann können wir uns vielleicht mal darüber unterhalten, aber nicht zum heutigen Zeitpunkt. Die erwarteten Krisen gilt es dann auch für Bruno Labbadia als Trainer zu überstehen. Mit der Zusammenarbeit ist der Geschäftsführer Sport nach den ersten 3 Monaten durchaus zufrieden. Nicht nur wegen der ersten Pflichtspiele. Wir haben uns über unseren eigenen Kader Gedanken gemacht, über Zu- und Abgänge Gedanken gemacht darüber hinaus stelle ich fest, dass er sehr intensiv mit der Mannschaft arbeitet, sowohl an körperlichen Fitness, aber auch an einem neudeutsch Matchplan, an einer Spielidee, die er vermitteln kann. Es sieht so aus, dass es gerade sehr positiv, also sieht im Moment sehr positiv aus und sieht so aus, dass die Dinge, die er versucht, ihnen zu vermitteln, auch greifen. So, jetzt müssen wir mal abwarten, wie nachhaltig das ist. Aber es sieht im Moment schon mal ganz gut aus. Abwarten und mittelfristige Ziele mit dem VfL Wolfsburg setzen. Denn auch Jörg Schmadtke weiß, wie schnell es in der Bundesliga in die andere Richtung gehen kann.